Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kollegin Bernhardt hat ja in der Tat das Gemeinsame betont, was den Standort Parchim angeht. Dazu werde ich gleich zu kommen und zu der besonderen Situation vor Ort wird natürlich auch der Kollege Waldmüller hier nachher noch in der Debatte das Wort ergreifen. Aber ich glaube, ich habe gewartet, ich habe gedacht, Sie reden gar nicht mehr zu Ihrem eigenen Antrag, der ursprünglich ja auch heute hier eingebracht wurde und auch immer noch auf der Tagesordnung steht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, in dem man nicht nur über den einen Antrag redet, sondern auch in der Tat auf das eingeht, was Sie hier als Linke vorgelegt haben. Aber vielleicht zu Anfang zu den Dingen, die uns gemeinsam verbinden. Wir haben zu Beginn der Wahlperiode relativ deutlich gemacht, als Koalition, auch gemeinsam mit dem Minister, dass wir zu den Krankenhausstandorten hier im Land stehen, ohne Wenn und Aber. Und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal ganz deutlich betonen. Aber wir stellen natürlich auch fest, und Sie haben einige Beispiele genannt, nicht immer ging es ja um Ärztemangel, haben Sie richtigerweise gesagt. Kriewitz, Neustrelitz, da ging es eher um die Frage Hebammen. Da hat das Thema Ärztemangel nicht unbedingt da keine Rolle gespielt. Aber wir sehen natürlich, dass wir in bestimmten Standorten, in bestimmten Bereichen vor großen Herausforderungen und Schwierigkeiten stehen. Und Parchim ist da natürlich so ein Beispiel. Und ich glaube, alle sind nach den Vorgängen in Wolgast, wo, glaube ich, auch nicht alles richtig gelaufen ist, wo auch Fehler gemacht wurden, glaube ich, auch alle bemüht, hier eine vernünftige Lösung hinzubekommen. Ich glaube, das eint uns an der Stelle schon richtig und deswegen heute auch der klare Appell an die Landesregierung, hier die Gespräche zu führen, mit dem Betreiber Kooperationsangebote, auch mit anderen Standorten in Erwägung zu ziehen und hier alle Planungsbeteiligten an einen Tisch zu holen. Ich glaube, das ist in der Tat ganz wichtig, weil das ist nun mal Kinder- und Geburtshilfe. Das ist einfach auch ein Thema, was bewegt die Menschen. Das ist hoch emotional. Das ist was anderes, als ob eine andere Abteilung irgendwo schließt. Das bewegt die Menschen. Das haben wir in Wolgast gesehen und das sehen wir jetzt auch hier in Parchim. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn da Politik zusammensteht und heute hier diesen klaren Beschluss fasst, auch wenn wir wissen, dass mit dem heutigen Beschluss logischerweise kein einziger Kinderarzt mehr automatisch nach Parchim kommt. Weil da hängen viele, viele Faktoren ja mit hinten dran. Und Sie haben ja in Ihrem Antrag, und da würde ich gerne auch drauf eingehen schon mal, auch verschiedene Lösungsansätze hier skizziert, auch gerade in Ihrer Rede. Und ich möchte gerne auf einige eingehen und mich damit auch auseinandersetzen. Und zwar einmal das Thema Ärztepool. Da ist mir noch nicht so ganz klar, wo sollen die Kinderärzte auf einmal herkommen, wenn sie nicht da sind. Und wir haben selbst in Schwerin, die es noch nicht gerade als unterversorgt gilt, ja das Problem, dass wir in einigen größeren Stadtteilen mittlerweile auch keine niedergelassenen Kinderärzte mehr haben und da schon drüber nachdenken, dort ein eigenes MVZ als Stadt zu gründen. Also auch ein Ärztepool des MDK ist kein Automatismus für Kinderärzte. Aufstockung von Studienplätzen. Herr Koblin, da haben wir, glaube ich, gestern schon auch uns drüber ausgetauscht, sind wir uns, glaube ich, auch in der Zielrichtung einig. Aber auch da stellt sich die Frage, führen mehr Studienplätze zu mehr Kinderärzten? Und da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Es sei denn, wir schreiben da irgendwie einen Zwang rein, dass die alle nachher bei ihrer Facharztausbildung, weil dann entscheiden sie sich ja erst, welchen Weg sie einschlagen, alle Kinderärzte werden sollen. Also auch, mehr Studienplätze ist kein Automatismus für mehr Kinderärzte, will ich auch mal ganz klar an der Stelle sagen. Initiativen zur Rückkehr von Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland, das kann man machen. Insbesondere kubanische Ärzte, da habe ich so ein bisschen, haben wir in der Fraktion so ein bisschen geschluckt, da haben wir gleich damals an die Teilnahme von Frau Gramko oder am Geburtstag von Fidel Castro gedacht, ob das da irgendwie noch ein Hintergrund ist, besondere Beziehung zu Kuba. Müsste vielleicht nochmal erklären, warum wir ausgerechnet die Kubaner jetzt holen, andere vielleicht nicht. Können Sie nochmal erklären, aber das Thema ausländische Fachkräfte ist ja nicht nur beim Ärztemangel ein Thema. Beschleunigung, Berufsanerkennungsverfahren, ausländische Ärzte und Ärzte. Wir haben es beim Bereich Pflege diskutiert, wo der Minister ja auch erklärt hat, dass es da Verbesserungen geben soll, weil wir im Land, glaube ich, da auch noch einiges an Baustellen haben. Also auch hier, glaube ich, kein Automatismus, weil auch das alles, selbst ausländische Fachkräfte, nicht automatisch Kinderärzte werden. Also ich glaube, Sie reißen das Thema hier so ein bisschen an, aber es geht so ein bisschen am Ziel vorbei. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich mein Lieblingsthema, das Thema Rekommunalisierung. Und ich habe es nach der Anhörung im Ausschuss schon gesagt, wo das ja auch vorgetragen wurde. Ich glaube, wir sollten da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe auch zu dem gemeinsamen Antrag, aber wir haben hier auch noch einen Antrag der Linken hier vorliegen. Habe ich eingebracht, aber ich spreche natürlich auch zu Ihrem Antrag. Herr Ritter, das überlassen Sie bitte mir,
was ich hier mache. Also von daher, glaube ich, ist das Thema Rekommunalisierung hier an der Stelle, glaube ich, auch nicht richtig angebracht, weil, wenn wir uns mal anschauen, die finanzielle Situation der Kommunen, die wir jetzt mal verbessern, aber ich glaube, es ist nicht so, dass wir am Ende des Tages die Kommunen in diese Situation versetzen, dass sie in der Lage sind, wieder auch Krankenhäuser zu erwerben. Und wenn ich mir das anschaue, der Kaufpreis in Schwerin, Helios seinerzeit, hat Helios 115 Millionen Euro investiert. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie Schwerin das mit hier auf den Weg bringen soll. Und auch die Trägerschaft des Krankenhauses, mit Verlaub, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedeutet ja auch automatisch nicht mehr Kinderärzte. Denn die Situation, dass es dort momentan keine Kinderärzte gibt, hat ja aus meiner Sicht sehr wenig mit der Trägerschaft zu tun. Ein kommunales Krankenhaus hätte wahrscheinlich ähnliche Probleme. In diesem Sinne sollten wir nach meinem kleinen Exkurs zu dem, was uns trennt, dann in der Tat auch schauen, dass wir die Dinge, die uns gemeinsam bewegen, und da bin ich auch den Kommunalpolitikern aller Fraktionen dankbar, dass sie vor Ort auch den entsprechenden Druck machen, hier heute das Signal senden, dem Wirtschafts- und Gesundheitsminister ja auch den entsprechenden Rückenwind geben für die Gespräche mit dem Träger und schauen, dass wir das Thema dort vor Ort gemeinsam lösen. Und in diesem Sinne werbe ich ausdrücklich nochmal auch um Zustimmung für den gemeinsamen mehrfraktionellen Antrag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.